Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch erstmal einen schönen ersten Advent. Ja, was gibt's heute? In der Kategorie Burger hatten wir ja noch nicht viel, ich glaube zwei Rezepte. Und da ist mir seit Wochen schon ein Rezept durch den Kopf gegangen, das wir am letzten Freitag endlich gemacht haben. Anne und ich hatten frei und da haben wir den Salsiccia-Burger gemacht. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So ihr Lieben, und hier sind die Zutaten für unseren Salsiccia-Burger. Hier erstmal die Soße. Da sind 4 Esslöffel Mayonnaise drin, 1 Teelöffel Senf, Dijon-Senf in diesem Fall, und 2 Esslöffel Parmesan. Ihr könnt es eigentlich so machen, wie ihr es möchtet. Also diese Mischung haben wir vorher probiert, passt ganz gut. Ja, des Weiteren haben wir hier noch frische Salsiccia. Die ist noch im Darm drin, die werden wir rausdrücken. Ja, und dann als Bret verarbeiten. Daraus werden dann unsere Burger-Patties geformt. Hier haben wir noch frischen Pancetta. Wer es nicht weiß, das ist italienisch gerollter Bauchspeck. So, und das ist der Rest an Zutaten. Tomatenscheiben, Zwiebelringe, Rucola und Mozzarella-Taler. Ja, Anne ist gerade dabei, die Buns zu backen. Das Video dazu, die haben wir ja schon mal gemacht. Das verlinke ich euch im Laufe dieses Videos. Ja, und dann sehen wir uns später am Grill wieder. Wir werden uns jetzt daran machen, die Salsiccia aus dem Darm zu drücken, zu Patties zu formen. Ja, und dann geht's weiter. So Freunde, unsere Patties sind geformt und jetzt geht's endlich raus an den Grill. So Freunde, der große Augenblick ist gekommen. Unsere Patties kommen jetzt auf die Plansche. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, die gare ich jetzt erstmal. Ja, und dann sehen wir uns wieder, denke ich. So Freunde, unsere Patties sind jetzt fertig, die lege ich jetzt in den oberen Bereich. So, da können Sie noch ein bisschen ziehen und gleich machen wir mit dem Pancetta weiter. So, jetzt geht es mit dem Pancetta weiter. Den werden wir schön knusprig anbraten. Ja, wenn wir dann soweit sind, sind wir hier draußen fertig. Und dann bauen wir den Burger mal zusammen. Bis gleich. So, und ich darf nun den Burger zusammenbasteln. Unten drunter kommt die verfeinerte Mayonnaise. Ich denke, das hast du schon erklärt, was du da alles reingemacht hast. Das habe ich gemacht, gleich am Anfang. Genau. Dann gebe ich hier ein bisschen Rucola drauf. Das ist so die Reste aus dem Garten. Aber ich denke, das ist okay. Dann kommt unser... Wie nennt sich das? Patty. Burger Patty. In diesem Fall Salsiccia Patty. Dann machen wir weiter mit einfach Zwiebelring. Stimmt gar nicht. Nochmal zurück. Lass die Zwiebelringe drauf. Nein, erst kommt der Pancetta. So. Wäre aber auch nicht so schlimm gewesen. Dann die Zwiebelringe. Stimmt, andersrum hätten wir es auch machen können. So, dann mache ich mit Tomate weiter. Die will nicht. So. Und dann kommt unser Mozzarella. Den nehme ich auch so. Wir schreiben wie bei der Tomate. Den nehmen wir so. So. Der Deckel wird nun auch mit dieser Mayonnaise bestrichen. Sehr großzügig wieder, wie immer. Ne? Soll ja auch ein bisschen Soße da sein, so, ne? Genau.
Wir haben auf eine andere Burgersoße halt noch verzichtet. Sollte so ein bisschen italienisch sein. Vielleicht eine Tomatensoße hätten wir machen können. Aber dafür haben wir ja die frischen Tomaten. Genau. Nun machen wir noch ein schönes Tellerbild und lassen es uns schmecken. Das heißt, ich muss den anderen noch zusammenbauen. Aber dann. Genau. Ja, Freunde, kurzes Fazit, ein richtig hammermäßiger Burger, richtig heavy. Wir haben beide auch unseren ganzen Burger nicht geschafft, ein Viertel blieb, glaube ich, über, weil es ist doch schon eine richtig fette Sache, ne? Vor allem durch diese Mayonnaise, die total lecker ist, also müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wenn einer fragt, Mozzarella nicht zerlaufen lassen, wisst ihr nicht, weil bei den dünnen Scheiben, die wir gehabt haben und zu der Tomate, die da drunter lag, passt der wunderbar. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt. Würden wir uns natürlich sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn es heißt, eine neue Folge von Kühnes Kochkanal. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen ersten Advent. Bleibt gesund. Bis denne. Tschüss. Kühnes Kochkanal.